So Leute, ich bin jetzt hier mit dem Tobi. Achtes Video, wie man breiter wird. Schulter und Rücken sind jetzt hier speziell im Fokus. Vor allem jetzt die seitliche und die hintere Schulter, den Rücken haben wir schon bearbeitet. Und hier ist wieder das gleiche Prinzip, Leute. Ihr braucht im Training eine Mischung aus zwei Dingen. Ihr müsst den Muskel richtig gut spüren, ja, vor allem auch Dehnung, Maximalkontraktion, aber ihr braucht auch krasses Gewicht. Ja. Und bei den Schultern ist es so, da heißt es krasses Gewicht nicht wie beim Kreuzheben und so, zum Teil zwischen 3 bis 5 Wiederholungen. Und da sind wir eher im 6 bis 8 Bereich maximal, denn die Schultern sind natürlich sehr, sehr empfindlich. Schaut euch definitiv das Video an, das letzte zum Rotatorenwarm machen. Das war das 7. Video, in Kombination mit ein bisschen Rücken. Und bitte, bitte, bitte achtet ihr richtig krass auf Pumpen und solche Geschichten und bleibt im Wiederholungsbereich, wie schon gesagt, zwischen 6 bis 8 und auch so 12 bis 15. Und wir fangen jetzt hier an. Und zwar mit einer Übung, die einen richtig krassen Spannungswinkel am Start hat, ungleich allen anderen Übungen. Ihr kennt beispielsweise beim Kabel so, ja, diese ganzen Geschichten kennt ihr. Ihr kennt diese ganzen Geschichten mit Kurzhand und Langhand. Dann hat man eigentlich immer nur einen Spannungswinkel. Was wir jetzt machen ist, wir nehmen jetzt die Hände so und so nach außen, ja. Und zwar werden wir schauen, dass dann die Spannung nach unten zieht, ja, und auch nach innen zieht. Das heißt, dann müssen wir in alle Richtungen stabilisieren. Wie sieht das Ganze aus? Wir nehmen jetzt hier so ein Band her. Fangen wir diese Ausgangsposition an, ja, diese hier, und ziehen nach oben und nach außen. Bam, ja. Das sind alle Winkel mal zeigen. Die Übung spüren wir richtig krass. Für mich ist jetzt das kleine Band schon fast wirklich, ich brauche das mittlere Band. Aber das ist brutal, es geht richtig, richtig krass auf die mittlere Schulter. Und ihr müsst eben hier Spannung halten, nach innen und nach außen. Ja, und ihr habt die ganze Zeit Spannung. Das war also die erste Übung, macht ihr mal so 2, 3, 4 Sätze, um die 10 bis 15 Wiederholungen. Jetzt zeige ich euch nochmal eine zweite Übung, wo man wirklich jeden einzelnen Schulterkopf isolieren kann. Und dann nach den zwei Videos, ja, Teil 8 und Teil 9, haben wir nochmal zwei Teile, wo es wirklich darum geht, welche Übungen sind denn wirklich, um Gewicht zu bewegen, um richtig Masse drauf zu packen, die besten für die Schulter. So, genau, und zwar, ich habe jetzt hier das Band eine starke Stärke genommen. Mach jetzt hier für die Schulter quasi die Variation von Seitheben hier. Und zwar, ich bin hier vor dem Körper schon angespannt. Ich führe quasi jetzt hoch, kontrolliert wieder runter. Und ich bleibe unten auch auf Spannung, okay? Das heißt, ich sack schon für mich komplett ein. Ich bleibe auf Spannung, bleibe kontrahiert. Und ich mache immer Spannung, das hängt nie so durch. Das hängt also nie hier unten so lapprig durch. Genau. Das heißt, ich bin quasi immer dauerhaft auf Spannung, führe es wirklich auch ganz nach oben raus. Und ich habe natürlich jetzt auch die Möglichkeit, hier durch den Winkel, wie ich meinen Arm habe, auch die Intensität zu erhöhen. Das heißt, je weiter ich natürlich nach außen ziehe, desto mehr Kraft muss ich aufwenden. Wenn ich aber allerdings natürlich etwas weiter reingehe, fällt es mir schon etwas einfacher. Und so kann ich quasi die Schulter nochmal richtig, richtig gut beanspruchen, vor allem hier nochmal den mittleren Schulterkopf auch schön auf Dauerspannung halten, natürlich dann auch auf der anderen Seite, ganz klar. Das gleiche, ihr bleibt auf Dauerspannung, führt das Band hier hoch. Und da sind wir jetzt gerade auch dann schon wieder im etwas höheren Wiederholungsbereich, wie Karl auch schon sagte, könnt ihr auf jeden Fall 12 bis 15 Reps raushauen damit und eure Schulter gut aufbauen. Ja? Noch eine Sache, viele Leute haben einfach nicht die Zeit, 4, 5, 6 Mal pro Woche ins Gym zu rennen, so gar nicht möglich. Wo wir jetzt hier im Fit One sind, solche Sachen wie Arme und Schultern, kann man auch mal zu Hause durchziehen. Das heißt, könnt ihr auch mal die halbe Stunde hin und her oder manches ja sogar noch eine Stunde Weg ins Gym und zurück sparen. Ja? Ich meine, solche Sachen wie Rücken, da jetzt mal, Brust und wahrscheinlich auch Beine, sind Dinge, da muss ich einfach ins Gym gehen. Zumindest mal jeder, der fortgeschritten ist, aber für Arme, Schulter, das sind einfach Punkte, wenn man so ein Band am Start hat oder andere Dinge. Der eine oder andere macht es vielleicht mit einem abgeschnittenen Fahrradschlauch im Alten. Ja. Und macht es einfach zu Hause, checkt die ganze Sache aus. Bis zum nächsten Video. Haut rein. Tschüss.